Verstrahlte Grüße, meine lieben Ödländer. Herzlich willkommen bei Fallout 76. Und Bagel und ich haben uns jetzt mal wieder durchgekämpft zu seinem kleinen Bruder. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Was zum Teufel? Frankie? Bist du das? Ja, ganz genau, Beckett. Ich bin's, dein kleiner Bruder. Überraschung! Nein. Unmöglich. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Du bist die Klaue? Wie kann das sein? Oh, Beckett. Immer einen Tick zu spät, hm? Denk nach, Bruder. Kommst du drauf? Die Klaue lebt in uns allen. Sie wartet nur darauf, zu erwachen und sich durch unser Fleisch zu bohren, um aufs Neue hervorzubrechen. Wir alle sind die Klaue. Frankie... Hör zu! Du musst dagegen ankämpfen. Das sind die Camps, die aus dir sprechen. Sie haben dich verändert. Das bist nicht du. Wehr dich dagegen. Du kannst das. Oh. Der Kampf war schon vorbei, bevor er begann, lieber Bruder. Vorbei, als du mich in Foundation verlassen hast, um selbst nach der Klaue zu suchen. Die Verlockung war zu groß für dich, oder? Der Ruf der Macht ließ dich die Vergangenheit vergessen. Alles vergessen, was du liebtest. Hör zu. Es tut mir leid, okay? Es war mein Fehler. Ich hätte dich nicht aufgeben dürfen. Wir hätten zusammenbleiben sollen. Es ist alles meine Schuld. Komm schon, Frankie. Reiß dich zusammen. Du bist mein Bruder. Bitte komm nach Hause. Frankie? Nein. Nein, 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 nein. Frankie ist tot. Du hast ihn getötet, Beckett. Weil du ihn verlassen hast. Aber ich weiß, warum du hier bist. Um die Klaue zu töten und selbst aufs Neue zur Klaue zu werden. Bring es zu Ende, Beckett. Tu es. Ne, wir wollen ja nicht die Klaue werden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich hatte so etwas nicht erwartet. Ich brauche deine Hilfe. Ich weiß nicht, ob es Frankie noch gibt oder nicht. Vielleicht ist er nicht mehr zu retten. Und ich sollte einfach den Abzug drücken. Bitte hilf mir. Oh, wir haben ja in der letzten Folge das versucht. Aber hinten steht dort Help Me. Oh mein Gott, du hast recht. Ich darf nicht auf ihn hören. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss mit ihm reden. Frankie, bitte sieh mich an. Ansehen? Ja. Sieh nur. Sieh durch diese Hülle aus Haut und Knochen und erblicke tief in mir die Seele der Klaue. Konzentrier dich auf meine Stimme, Frankie. Wir zwei gegen den Rest der Welt. Genau wie früher. Komm schon. Konzentrier dich! Ich weiß, dass dir Schreckliches angetan wurde, Frankie. Ich war nicht für dich da, als du mich am meisten gebraucht hast. Das alles tut mir leid. Nein, nein. So leicht ist das nicht, Beckett. Die Klaue fordert einen hohen Preis für Versagen. Der Preis ist Leiden. Hör zu, Frankie. Erinnerst du dich daran, wie wir als Kinder neben dieser ausgebombten Fabrik in Maryland gespielt haben? Dann wurden wir plötzlich von tollwütigen Hunden überrascht. Sie griffen uns an.
Wir rannten und rannten und rannten, bis ich in einen Graben fiel und mir das Bein verdrehte. Richtig? Hm? Ich sagte, du sollst weglaufen, aber was hast du gesagt? Komm schon, versuch dich zu erinnern. Nein, Beckett. Diese Erinnerungen sind mit Frankie gestorben. Nur Narren leben in der Vergangenheit. Die Blutadler sind die Zukunft. Nein, hier gibt's keine Klaue, keine Blutadler. Hier sind nur wir zwei. Also halt den Mund und hör zu. Als die Hunde weg waren und du mir aus dem Graben geholfen hast, was hast du gesagt? Sag es mir, verdammt, Frankie! Raus damit! Ich sagte, wir sind Brüder. Und wir werden immer zusammenbleiben. Egal wie schlimm. Egal wie. Egal wie schlimm die Dinge stehen. Ja, genau das war's. Du hast diese Hunde mit einem zerbrochenen Baseballschläger abgewehrt. Und wärst beinahe dabei draufgegangen. Du hast mich gerettet. Du warst so schwer verwundet. Ich dachte, ich würde dich verlieren, Frankie. Ich erinnere mich. Du hast für mich Medizin gegen die Tollwut geklaut. Du hast mich wochenlang gepflegt. Ich... Warum ist das so verschwommen? Was zur Hölle ist mit mir passiert? Gott, es tut weh. Es tut unheimlich weh. Ich weiß, Mann. Ich weiß. Aber wir stehen das zusammen durch. Egal wie schwer es ist. Du bist mein Bruder, Frankie. Wir sind Familie. Ich liebe dich, Mann. Verstehst du? Ich liebe dich auch, Beckett. Und es tut mir wirklich leid. Es tut mir alles so leid. Und auch jetzt bläst er sich gleich selber weg. Ich kann nicht glauben, dass Reden funktioniert hat. Ich hatte meine Zweifel. Wenn überhaupt, dann sollte ich von mir selbst enttäuscht sein. Das alles wäre nicht passiert, wenn ich immer für ihn da gewesen wäre. Schlimmer noch. Ich, Feigling, hab dich dazu gezwungen, diese Entscheidung zu treffen. Nicht gerade eine Glanzleistung. Ja, alles gut. Und ich auf dich. Das verspreche ich dir. Ehrenwort. Okay. Ich werde Frankie zu einem Freund bringen, der ihm helfen kann, sich von der Abhängigkeit zu erholen. Geh zu deinem Camp zurück, wir treffen uns da. Und bevor du was sagst, ja, ich komme zurück. Ich verspreche es. Komm heil zurück. Okay, dann haben wir's ja. Na, Gott sei Dank, ey. Tada! Oh, was das mit Becky? Es ist immer schön, dich zu sehen. Hey, da bist du ja. Ich habe Neuigkeiten über Frankie. Ronnie meinte, sie würde alles regeln. Und dafür sorgen, dass der ganze Buff-Out-Dreck aus seinem Körper verschwindet. Armer Junge. Er hat noch einen weiten Weg vor sich. Das wird es wohl leider nicht. Es laufen immer noch eine Menge dieser Irren da draußen rum. Aber das Wichtigste ist, dass die Anführer weg sind. Und da das mein Ziel war, habe ich jetzt ganz offiziell nichts zu tun. Richtig. Nach all dem Mist, den ich durchgemacht habe, will ich nie wieder in dieses Leben zurück. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich nehme natürlich gern Kronkorken an, wenn ich dir neue Jobs vermittle. Falls du Interesse hast. Okay.
Sehr gut. Mal sehen, was meine Kontakte so haben. Hey, bevor du gehst, will ich dir noch was sagen. Seit ich in Appalachia bin, habe ich alle möglichen Leute getroffen. Die meisten würden einem nicht mal helfen, wenn man vor ihren Füßen verreckt. Aber du, was du für mich und meine Familie getan hast, ich weiß nicht, ob ich dir das jemals vergelten kann. Alles klar, schon gut. Den kann ich dir ausstellen. Also, ich glaube, dass du viele Dinge erledigen musst und ich sollte mich nach Jobs umsehen. Wenn du was trinken willst oder auch nur reden, die Bar ist immer offen. Yay, hinter den Kulissen. Schöner Tag heute. Oh, wir haben sogar ein Achievement gekriegt. Okay. So. Ach ja, wir haben neue Schilder gekriegt. Das ist cool. Ach nee. So, wen haben wir jetzt noch? Die haben wir durch, die mal durch, die mal durch. Katharinas Forschungsding. Okay, warte mal. Beckett! Huch. Wo hast du jetzt? Beckett, geh mal da weg! Mann! Push dich! Danke! Warte mal, was? Moment. Neuer Quest? Naja, jetzt müssen wir erstmal wieder warten, bis Beckett wieder da ist. Wo ist er denn? Da ist er doch. Da bist du ja. Pass auf. Jemand steckt in Schwierigkeiten und muss gerettet werden. Wäre das was für dich? Kein Ding. Ich höre ständig von sowas. Ja, ja. Nee, muss jetzt nicht sein. Mach mal irgendwann mal. Ach, was mach ich denn? Ah, Verwirrung. So. So, jetzt machen wir mal dich hier. Und ich stelle hier hin, du darfst das Wetter genießen. Hallo? Hallo? So kann ich nicht, zum Teufel. Okay. Okay. So, mal gucken. Nächste Verbündete. Hallöchen, junge Dame. Hier auf der Erde bin ich schon genügend Schwachköpfen begegnet. Es wäre dumm anzunehmen, dass es bei Aliens nicht auch einige davon gibt. Natürlich, Schätzchen. Was kann ich für dich tun? Oh, von ja. Den Sternen am Himmel direkt in deinen Rucksack. Oh. Oh. Hast du ein Lieblingssternbild? Ich mag Pegasus sehr gerne. Ich mag Pegasus sehr gerne. Okay, du hast nichts Wirkliches. Nein, jetzt hockt sie sich hin. Okay, mach mal später. Okay. Ernte Mais, Klingkorn und Tatopflanzen. Oh, schau mal. Ein Ölfleck. So was Schönes habe ich noch nie gesehen. Klingkorn. Fertig. So schnell kann es gehen. Gut. Was könnten wir jetzt dann noch machen? Willenordner. Faulquappe? Nee.
Verbotenes Wischen. Oh. Die ganze Welt ist eine Bühne. Das können wir jetzt dann machen. So. Wir brauchen Supermontanten. Supermontanten. Und schon wieder der Arm. Boop, boop, boop. Gut, das war das. Diese ein Foto. Oh, warte mal, hier der so und dann so. So. Dann ein Foto von einem Snelly. Hoffen wir mal, dass ein Snelly da ist. Keine irgendwelche Krebse. Welly, Welly. Oh. Kein Snelly. Ist doof. Ich jetzt ein Snelly hier. Au. Oh. Und es zickt. Und aufgestiegen. Mal gucken, vielleicht findet man doch noch einen Snelly. Wie es ausschaut, ist es das. Nur Krebse. Oh. Vielleicht ist hier da ein. Mal gucken. Nur Schlinger. Ach, verdammt. Sammel große Mengen Holz, Event. Sammel aufbereitetes Wasser. Okay. Ja gut, dann gucken wir mal rum. Ich werde diese Albträume nicht los. Auf ewig im All zu schweben. Warum nur? Eine gute Frage. Hep. Oh, gut befleckt. Leider nicht das, was ich brauche. Oh, du Wasser. Aufbereitetes Wasser. Hm. Und der hat auch Baupläne. Ja. Uah.
cool. Ein Würstchenwagen. Den will ich auch. So, hat er noch irgendwo aufbereitetes Wasser? Super, noch mehr Paparazzi. Ja, garantiert nicht. Ich schon komme, ich muss selber das Zeug anpflanzen hier. Ey. Der hat noch Baupläne, haufenweise. Komm mal dahin. Okay. Ich habe mir die Beine gebrochen. Und das für ein Scheiß. Müssen wir selber anpflanzen, das Teil. Hilft alles nix. Wo ist unser Wasser? Hier. Auch nicht schlecht. Aber wir machen das. Ah, hier. Auf dem Drahtseil des Lebens sollte man nie nach unten schauen. Kann ich Ihre Knochen verwerten, wenn Sie sterben? Was haben wir denn hier Schönes? Es muss hier noch mehr Schrott geben. Wrong way, falscher Weg. Okay. No left turn. Ja, machen wir unsere Verbündeten. Hallo? Spiel ist heute irgendwie sehr komisch. Wo stelle ich dich hin, mein Hase? War das oben? Oben im Schlafzimmer? Was ist heute mit dem Spiel los? So. Wo ist mein Hasi-Mausi? Hat, wo bist du?
Da ist sie doch. Hey. Heute ist wohl mein Glückstag. Ja. Hör mal, ich brauche Wurst. Ich werde diese Albträume nicht los. Auf ewig im All zu schweben. Warum nur? Fischer-Outfit. Oh mein Gott. So, wo ist mein Hase? Hase! Schaust du wieder schick aus? Ja. Jena. Es gibt so viel zu sehen. So viel zu erleben. Hey, wir haben Besuch. Ich bin überrascht, dich wiederzusehen, Athena. Hallo, Grobandin Daguerre. Und seien auch Sie gegrüßt. Ich habe mittlerweile vieles gesehen. Dank Ihnen. Abenteuersuche. Das Wort ergibt Sinn. Ja, ich bin auf Abenteuersuche. Probleme. Was sind Probleme? Ich hatte Probleme, als ich in Sugar Grove war. Also, nein, ich bekomme keine Probleme. Interessant. Ja, ich war mit jemandem namens Graham unterwegs. Er hat mir das Handeln beigebracht. Kennen Sie Handel? Wir wissen, was Handel ist, ja. Hast du Dinge zum Handeln, Athena? Bestätigt. Ich finde Dinge und wir tauschen sie für annähernd angemessene, aber vollkommen beliebige Mengen von Kronkorken. Das ist fair. Mir gefällt, dass sie ein Hobby hat. Das sollten wir wohl fördern. Ich muss ständig mehr Dinge zum Handeln sammeln. Also komme ich nur gelegentlich. Ich wollte, dass Sie die erste Auswahl erhalten. Als Dankeschön. Das ist lieb von dir, Athena. Wir werden warten. Oh, cool. Die Freiheit, die Sie mir verschafft haben, passt hier das Wort Dankbarkeit? Ja. Noch ein Vogel. Zu aktuellem Zähler hinzufügen. Anzahl erhöht. Der Scanner zeigt was möglicherweise Interessantes an. Oh. Du bist toll. Und zwar nicht nur, weil wir in einer postapokalyptischen Wildnis mit eingeschränkten Optionen sind. Das meine ich wirklich. Okay. Hase ist wieder am Start und hat uns gleich mal was Nützliches gedrückt. Athena hat einen neuen Auftrag und Job. So schön. Matsch gut. Mal ehrlich, gibt mir der Müll einen üblen Geruch? Okay, wie schaut's aus? Nur nicht. Na doch, da. Wieso kriege ich kein Ding? Also deswegen. Stelle eine große Menge Holz her. Okay, das können wir ja noch mal. Mal das hier. Aufs Näschen. Große Menge Holz. Abgeschlossen. So, und jetzt haben wir noch
Das da und schließe ein Event ab. Okay. Das wollte ich jetzt nicht. Ein Event. Monstermanie? Nee, da habe ich keine Lust drauf. Ah ja, halb so wild. Wir können dann nach Atlantic City, da müssen wir noch ein paar Sachen machen. Steuerhinterziehung und so. Okay, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Denkt ans Liken, Kommentieren, Abonnieren, Glocke nicht vergessen. Da war ein Bauplan, den ich verkaufen kann. Und ansonsten guckt auch mal in die anderen Projekte rein. Ja. Was so gerade am Start ist. Und in diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.